ESTV, Videos aus der Region. Ihr wurdet gegen 17.30 Uhr nach einem Blitzschlag zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Bei Eitreffer unserer Rettungskräfte stand eine Dachwohnung in Flamme. Und dieses Feuer hat sich dann im weiteren Verlauf über den Dachfirst auf die zwei anderen Häuser ausgeweitet. Persona befand sich nicht im Gebäude, wir mussten lediglich einen Hund retten. Das Feuer war nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle, sodass jetzt nur noch Nachlöscharbeiten gemacht werden müssen. Wir sind zunächst mit zwei Trupps im Innenangriff vorgegangen, haben das Feuer in der Dachwohnung unter Kontrolle bekommen. Im Lauf der Löscharbeiter hat sich herausgestellt, dass im Giebelbereich auch Flammen aus den Dachfirsten rausgeschlagen sind. Dieses Feuer haben wir mit Hilfe der Drehleiter von außen her bekämpft. Nach einer halben Stunde war das komplette Feuer unter Kontrolle. Und jetzt werden lediglich noch Nachlöscharbeiten gemacht. Personen haben sich nicht in Gefahr befunden und lediglich ein Hund musste mir aus dem Mittelhaus retten. Der ist wohl auf und glücklich bei seinen Besitzerin. Es waren insgesamt von der Feuerwehr Ballmannsweiler Hohe Gehre 40 Mann im Einsatz. Von der Feuerwehr Lochingen, die hat uns unterstützt mit EW und Drehleiter mit 6 Mann. Dann war das DRK, die Bereitschaft Ballmannsweiler und der Rettungsdienst, Notarzt und organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes vor Ort. ESTV, Videos aus der Region.